allerseits, hier ist wieder Nepkel Nade von Unlimited TV und willkommen zurück zum vierten Tag des Videoprojektes Fit mit Nepkin 18,5 Kilo abspecken. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Freundin mit ihr Tennis spielen zu gehen. So, du bleibst da schön drin, Mudi. Kreisverkehr, yeah. Und ja, ich freue mich schon aufs Tennis spielen. Ich versuche irgendwie nachher mal meine Handykamera. Also wie zum Thema, dass das hält. Jetzt. Dass meine Kamera nachher mal ein paar schöne Aufnahmen einfangen kann. So, also ein bisschen mal so nebenher, was ich da so machen will. Und ja, fahr schneller, du Penner. Und ja, da könnt ihr euch vielleicht auf die ein oder andere schöne Aufnahme, wo ich mich vielleicht mal auf die Fresse packe oder so, wie ich mich kenne, beim Tennisspielen freuen. Und ja, das war jetzt der Start. Viel Spaß mit den folgenden Aufnahmen. Ich hoffe, da kommt auch was. Wenn nicht, tut's mir leid. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Oh, da vorne schleicht einer. Oh, ich hasse LKWs. Ficken. So, meine lieben Freunde, ich habe es jetzt auch endlich geschafft. Ihr habt ein paar Ausschnitte gesehen von der Fahrt nach eben Nebringen, da wo es war, im Aramis. Ich verlinke das einfach mal, das ist richtig geil, das ist eine riesige Anlage. Mit Hotel, Wellnessbereich, also so Sauna und so, Tennisanlagen, Badminton, Billard, Volleyball, Fitnessstudio, alles da. Ziemlich geiler. Da war ich zuerst mit meiner Freundin im Fitnessstudio 1,5 Stunden. Dann eine halbe Stunde kurz gechillt und gewartet, bis ein Tennisplatz frei wird. Dann haben wir 2 Stunden Tennis gespielt. Dann sind wir noch eine gute Stunde in die Sauna gegangen. Und dann war ich echt fertig. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Billard spielen, aber das haben wir dann doch gelassen. Und ja, jetzt bin ich daheim. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was zu essen. Ich habe heute Mittag nur ein kleines Brot von meiner Freundin. Die hat mir ein Vollkornbrot mitgebracht. Mit, das hat auf einmal so eine halbe Scheibe. Auf der einen Hälfte war ein bisschen Ziegenkäse und auf der anderen Hälfte war ein bisschen Schinken. Das hat echt gut geschmeckt, war aber relativ überschaubar.
Oh, hat Spaß gemacht. Jetzt bin ich echt fertig. Ich habe Rückenschmerzen und alles, aber ich fühle mich wenigstens gut. Mal sehen, was morgen die Waage sagt. Und ja, jetzt werde ich das gleich noch ein bisschen schnipseln, was ich gerade alles aufgenommen habe. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen CSGO zocken. Bis dahin, schaltet weiterhin ein. Und es gibt noch ein kleines neues Projekt. Das heißt, ein neues Projekt hat CSGO. Wird ein kleines Video einmal pro Woche, vielleicht zweimal pro Woche oder so erscheinen. Ich werde es Time to Shine nennen, was nicht nur allgemein in CSGO sein wird, aber hauptsächlich die besten CSGO-Momente einfach, was ich innerhalb von einer Woche gespielt habe, in irgendwie ein krasser Kill oder keine Ahnung, Penta, also Team Bash, das Ace oder sowas gemacht wird, wird dazu ein kleines Video kommen, werde ich aufnehmen, hochladen und eine extra Playlist auch wieder erscheinen. Bis dahin, noch viel Spaß und bleibt gesund. Bis dahin.